Amen. Amen. Du bist der Gottvater der Musik? Mhm. In 14. Nein, das Son of Godfather. Ich habe nämlich sogar ein witziges T-Shirt mit. Ja. Mit der Godfather of Son. Wir zeigen es euch nachher nur später. Genauer. Was legst du auf? Elektronische Musik. Elektronische? Ohne Schubladen. Ja? Mhm. Lass mich raten, du hast mit Hip-Hop angefangen? Ja, aber nur zum Hören. Mhm. Eigentlich zum Spielen mit Techno, aber ja? Die Urmusik war Hip-Hop bei mir, ja. Du spielst schon 13 Jahre, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Du hast wahrscheinlich nicht mit einem Controller angefangen, sondern mit einem Controller. Nein, seit 2 Jahren. Ja? Ich habe 10 Jahre mit Vinyl gespielt, ja, oder 11 Jahre. Ist dir der Umstieg leicht gefallen? Nein, es war als erstes einmal ein ziemlicher Kampf mit mir selber, ob ich umsteige oder nicht. Ich meine, ich habe zwar probiert bei den Freien, das hat mir voll getaugt, aber digital und. Mhm. Aber ja, jetzt bin ich eigentlich recht zufrieden. Überhaupt mit der Musik, was du am Computer hast. Ja. Ist super. Brauchst nicht 10 Plattenkoffer mitnehmen und bist irgendwie gut bestückt. Mhm. Ja. Vinyl ist aber trotzdem. Ist top. Spielst du noch mit Platten? Ja, ja, da haben wir meine 2-12-10er. Also ja. Die, was im Wert immer steigen. Die Zukunft, ja. Ja, nein, es ist eine gute Investition gewesen. Total. Geil, Mama. Jetzt bin ich im Fernsehen. Ja. Du hast drüben angefangen im Froh. Genau, das war mein allererster Gig. Das kann man gar nicht sagen, Gig. Das war von unserem Jugendclub aus damals. Ist das irgendwie entstanden. Und da habe ich damals wieder Radio Froh umbaut, hat da drüben immer mal gespielt. So eine Stunde. Läuferin. Super. Genau. Und das hat dich so angesteckt, dass das ja, immer Wahnsinn. Ja. Das was war denn der coolste Gig bis jetzt? Der coolste Gig war Privatgig in Böllerbauern von einem guten Freund, vom Freshmaker. und das waren 200 Leute und 400 Hände und bei jedem Gänsehaut pur war das. Ja, wir freuen uns halt schon drauf. Ja, ihm ja. Du bist aus Linz und bleibst aus Linz. Musikalisch orientierst du an wem? Annähernd. Annähernd? Nein. Also so, das ist nicht so, ja, ich mache mir UK oder mir erst in den USA. Nein, ich bin da wirklich offen für alles. Mhm. Also was mir gefällt, was mich anspricht, spiel oder spiel nicht, das ist. Du wirst ja bald selber produzieren. Ja. Wie kamst du dazu? Ja, nach jetzt 13 Jahren irgendwie ist, glaube ich, meine Zeit. Aber das ist jetzt Step by Step ganz. Jetzt muss man mal das Equipment kaufen. Jetzt bin ich gerade auf digital umgestiegen, was schweineteuer ist. Ja. Aber ich möchte halt endlich mal meine eigene Musik einmal auflegen, nicht immer das kaufte. Ja. Schon Inspirationen? Oder wo glaubst du? Schreibst du jetzt schon? Oder nein, eigentlich schon, nicht. Oder? Ich habe es probiert schon und da ist eigentlich was Gutes rausgekommen, weil ich ja eben schon lange Musik mache. Also wenn du es leidenschaftlich machst, glaube ich, flutscht das einfach. Jetzt musst du halt mit der Technik noch auskennen. Das war ja da bei dem Ganzen auch so. Weil da war das analoge schon super. Man muss sagen, du hast Glück gehabt, du bist ja quasi wie die Jungfrau zu dem Auftritt gekommen. Eigentlich schon, ja. Danke, Klausi. Man sagt, er hat sich angemeldet und ist dann abgesprungen. An dieser Stelle alles Gute in der Universität. Der Doktor. Und so bist du dazu gekommen. Das heißt, du hast uns vorher noch gar nicht kennt? Nein. Ja, man hat es gesehen immer wieder, aber nicht wirklich. Ich habe es nicht wirklich verfolgt. Kannst du dann auch sagen. Nein. Wir sagen es ehrlich. Ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch. Wenn ihr bei uns sein wollt, dann schaut euch einfach vorbei auf madhouse.tv und jetzt hören wir einfach mal Steffen seine Musik an. Stefanie Nomi, viel Spaß, gute Unterhaltung. Danke fürs Vorbeikommen. Danke.